Hallo Freunde von World of Warships, herzlich willkommen zu einem eingesendeten Replay, bei dem jemand so verrückt war und die Hannover gewählt hat. Eieiei. Ihr kennt sie vielleicht, also ihr kennt sie mit Sicherheit. Die Hannover ist das Super-Schlachtschiff oder Super-Battleship der Deutschen. Stufe 11, wenn man es denn so nennen möchte. Eine überdimensionierte Version und was war das? Da hat gerade ein Wettereffekt eingesetzt und hat einfach mal das Spiel abgedunkelt hier. Eine überdimensionierte großer Kurfürst mit anstelle von 420ern 483 mm. Aber wir kümmern uns gleich ein kleines bisschen um die Stats. Eingesendet wurde es von Tomatenface vom Clan KGGER. Ich hätte fast Kiga gelesen, ne? Mit in Division eine Minotaur und eine Yoshino. Mit, oh, schau mal, es sind gar nicht so viele DDs, eine Sherman, zwei U-Boote, das könnte noch interessant werden. Wir haben relativ viele Kreuzer, auch eine Condé. Und im Gegnerteam eine Satsuma vom China-Clan. Interessant. Gut, Satsuma ist meiner Meinung nach immer der bessere Pick. Aber wir haben hier eine Möglichkeit, die F-Taste zu benutzen, um, wie ihr hier sehen könnt, eine, wie Wargaming es nennt, Feinjustierung der Sekundärgeschütze vorzunehmen. Das bedeutet plus 12% Reichweite der SEC und minus 20% Nachladezeit für 50 Sekunden, die wir mit F aktivieren können. Dafür brauchen wir aber 12 gewertete Schüsse. Das bedeutet eigentlich 3 Salven. Jetzt schauen wir mal, bei diesem Schiff habe ich die Sec-Reichweite von 12,5 noch nicht angemacht. Hier haben wir dann plus 12%. Das bedeutet, unterm Strich kommen wir auf über 14 Kilometer Reichweite der Sekundärartillerie bei einer schwierigen Genauigkeit. Nun gut, wir haben 17.300 Alpha, was die AP betrifft. Wir haben 5500, was die HE betrifft. Das ist richtig mies eigentlich. Aber damit wollen wir auch gar nicht feuern. Wir wollen mit den 483 mm die 33 mm overmatchen. Das bedeutet frontal fast jedes Schlachtschiff overmatchen können. Warum fast? Weil es haben zwar alle die 32 mm, aber so manche haben ein paar günstig positionierte Bleche mit ein bisschen mehr. 60 mm und so weiter. Aber gut, das soll auch nicht unser Problem sein. Jetzt werden wir, oh, die Condé wäre auf 14,3, die fährt einen mega steilen Kurs. Komm, nimm die Condé. Jetzt werden wir aber mal sehen, wie genau dieses deutsche Schlachtschiff, das ist sexy, wie genau dieses deutsche Schlachtschiff hier agieren kann. Und schaut euch die Condé an. Satsuma möchte es wissen. 14k, aber die Condé, komm schon, das muss es ja sein. Was macht's? Condé macht nicht viel. Es ist schon ein Brocken von einem Schiff. Allerdings, wir müssen hier ein bisschen flankieren. Wir wollen nicht 4 vs 1 spielen. Idealerweise wollen wir 1 vs 1 spielen. Dann haben wir nämlich einen unglaublichen Vorteil mit 126.500 HP-Punkten. Und wir wollen nicht im Fokus sein von allen verändernden dieser Trümmergranaten. Sind irgendwo hin und nicht zu uns. Wir wollen nicht breitseitig erwischt werden von einer Satsuma. Wenn wir sie breitseitig erwischen, wäre natürlich besser, aber 7k ist nichts. Not worth it, ne? Wie es so schön heißt. Nichtsdestotrotz, ein Schiff, das man selten sieht. Aus Gründen. Oh, und er hat jetzt die Reichweite eingesetzt. In der Theorie können wir die Moskau damit bespaßen, aber in der Realität sind wir nicht nah genug dran. Das ist eine F-Fähigkeit, die 50 Sekunden lang geht. Ne? Das bedeutet, die ist auch nicht unendlich lange aktiv. Die hätte man also einsetzen müssen, wenn man davon profitiert. Jetzt ist die Moskwa in der Tat weit genug zurückgefahren, um beschossen werden zu können. Aber na mal, die Annapolis hat es erledigt. Schade. Und dann haben wir noch 15 Sekunden. Wir können vielleicht noch auf die Republik schießen. Die restlichen 9,3, danach sollten wir auf 12,5 Kilometer sein und den Vorteil nicht mehr gebrauchen können, wobei minus 12, minus 20% Nachladezeit ist immer vorteilhaft.
Wie ihr schon bemerkt habt, haben wir hier das Problem, dass während die Fähigkeit aktiv ist, wir sie nicht wieder aufladen können. Damit hätte man eine unendliche Variante der F-Fähigkeit, weil 50 Sekunden. Wir haben hier eine Nachladezeit von 27,3 Sekunden. Das wären dann 90 Sekunden. Sprich, man hätte nur 30 Sekunden Cooldown, bis man die wieder einsetzen kann. Weil wir haben ja keinen Cooldown, sondern 50 Sekunden Möglichkeit, also Einsatzzeit, und dann ist sie theoretisch sofort wieder einsetzbar, wenn man denn gleichzeitig schon wieder annehmen könnte. Wie ihr hier auch seht, machen wir gut Schaden, 1600 und so weiter, 990. Das bedeutet, wir haben hier eine, schauen wir uns kurz an, Sekundärartillerie von 1628 mm mit einer Genauigkeit wie die der großen Kurfürst mit 392 Meter auf 8,3 Kilometer. Das bedeutet auch, dass wir bei höherer Entfernung natürlich auch höhere Dispersion haben. Oh, sieht aber gar nicht schlecht aus. Die Republik schmilzt dahin. Die 128er haben eine gute Pen. Wir haben von Haus aus schon 32 mm. Wie gesagt, wie beim großen Kurfürsten hier, die gleiche Penetration. Und wir stürmen hier direkt rein. Und die Satsuma möchte nicht auf uns schießen. Die schießt hier lieber auf die Thunderer, den sie als größere Gefahr sieht, obwohl sie schon relativ weit hinten ist. Könnte interessant sein. Wir haben 131.000 und ihr seht schon, flankieren ist hier key. Generell sind wir hier im Wirbelsturm auf dieser Karte gefangen. Damit meine ich nicht das blöde Wetterereignis direkt im Epizentrum, sondern wie in einer Waschmaschine dreht sich alles einmal im Kreis, aber alles in dieselbe Richtung. Der Feind dreht einmal gegen den Uhrzeigersinn, so wie wir auch, einmal um die komplette Karte. Und ich glaube, wir werden hier diese Zuma nicht einholen können oder schwerlich einholen können. Peppa-Paron, der weiß, sein Schiff schon zu nutzen, indem er lästigerweise immer weiter davon fährt und weiter davon fährt. Ja. Ranzufahren wäre eine schlechte Idee. In der Tat. Aber so ist es halt lästig für uns. Kann man nichts machen. Ah, wild. Ja, Hindenburg könnt dafür bezahlen, dass sie hier stehen bleibt. Fährt aber wieder langsam nach Mecklenburg. Langsam nach vorne. Nicht wahr, habe ich Hindenburg gelesen hier? Bin ich jetzt rum? Ja, ich bin rum. Die Antwort auf die Frage ist zu kurz und knackig. Wie seid ihr es? Ja, da ist gar keine Hindenburg. Mecklenburg 10. Armes Schiff. Wäre die Hannover. Oh, was, wäre der große Kurfürst nur so groß wie der Friedrich der Große? Und der Friedrich der Große noch leicht größer als die Bismarck. Und dann die Hannover nur so groß wie jetzt der große Kurfürst. Dann vielleicht hätte man da was machen können. Ich glaube, wir warten noch ein kleines bisschen, bis hier auf die Sekundärartillerie geschossen wird oder gefokust wird. Weil dann können wir auf 14, schieß mich tot kommen und die Satsuma auch mit Hilfe unserer Sekundärartillerie rannehmen. Und da hat er tatsächlich noch was getroffen. Ich hätte ja darauf gesetzt, alter Schwede, dass wir da nichts mehr treffen. Und er sollte vielleicht ein kleines bisschen mehr anwinkeln. Das vielleicht war obligatorisch. Er sollte auf jeden Fall ein bisschen anwinkeln. Weil diese Zuma, die wird das ausnutzen. Die Schelle war extrem. Und sie will jetzt natürlich wegfahren. Wird es aber nicht schaffen, denn sie hängt in der Border. Schießt aber trotzdem mit den hinteren Türmen und ein bisschen mehr anwinkeln. Winkelt doch ein bisschen mehr an. Pff, Glück gehabt. Uiuiui. Das ist schwierig. Ne? Dieser Zuma ist nicht schlecht gepanzert, was das Deck betrifft. Die Aufbauten sind natürlich treffbar. Sind natürlich erreichbar. Sie hängt jetzt hier drin und hat den Nachteil, dass sie stark Breitseite zeigen muss, wenn sie hier wieder raus möchte. Und da ist ein U-Boot. Ein U-Boot, das von nichts bekämpft wird und hier dieser Zuma einfach abfarmen kann. Das ist ein großer Vorteil für uns, ansonsten wäre sie wie die Pest, die hier auf anderer Republik Yoshino und auch auf uns vom Rand der Karte wirken würde. Allerdings ist es ein Problem für uns, wir
bringen uns in die schlechte Situation, dass nachdem dieser Zuma raus ist, und das soll sie mit der Salve der Ruhe 2501 oder 2501 hier sein, dass es kaum etwas gibt, was es zu beschießen lohnt, weil nichts mehr in Reichweite ist. Ja, hört sich an wie ein Luxusproblem, ist aber in einem Gefecht schlecht. Und natürlich auch, dass wir hier das Gefecht dominieren. Nutzen wir die letzten paar Minuten, um eine Frage aufzuwerfen. Was haltet ihr von den Superschiffen im Speziellen und oder eigentlich allgemein und von der Hannover im Speziellen? Ich denke, meine Meinung zu diesem Thema ist hinläufig bekannt. Ich bin der Meinung, Superschiffe hätte man ruhig auch als Stufe 11 mit separatem Matchmaking reinbringen können, dass man nur 10 und 11 spielt, zum Beispiel. Und die Hannover hätte man durchaus auch ein bisschen anders reinbringen können, damit das Schiff besser nutzbar ist. Glücklicherweise sind wir hier nicht stark fokussiert worden. Das liegt natürlich auch am Weg, der eingeschlagen worden ist mit diesem Schiff. Und die Verteilung auf der Karte, die Verteilung der Gegner, das ist glasklar. Allerdings zeigt uns auch die 1,1 Millionen Potential, dass keine wirkliche Gefahr bestand, dass wir hier stark dran glauben müssen. Die Condé, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass Buster Stars mit der Condé nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, wie er hätte können. Er hat zu Beginn ein bisschen offensiv gespielt für diesen riesigen Kreuzer, aber so ist es halt. Ne? Die Schiffe sind zum Testen momentan noch da, können dann für ziemlich viel gekauft werden. Ich glaube, was war das? 38 Millionen, 45 Millionen, je nach Klasse, werden diese Schiffe angeboten. Was eine extreme Steigerung zu Stufe 10 ist. Die sind doppelt so teuer, teilweise. Aber eigentlich sind alle doppelt so teuer. Hätten wir in der Tat sogar noch mehr vorstellen können, wenn das die Spitze der Nahrungskette ist, welche für eine große Zeit wahrscheinlich nicht überboten werden wird, dann hätte man auch mehr für diese Schiffe verlangen können. Nicht, weil es ein logischer Schritt ist, ökonomisch. Also, sagen wir so, Preissteigerung pro Stufe wäre irrsinnig groß gewesen. Aber ökonomisch hätte es die irrsinnigen Summen an Credits, die manche Spieler auf dem Konto haben, die haben über 2 Milliarden Credits. Schalke zum Beispiel, glaube ich, hat 2 Milliarden Credits. Das hätte das ein bisschen entschärft, wenn sie hier vielleicht 200 Millionen Credits dafür verlangt hätten. Ah, ist klar, das klingt jetzt für viele nach unglaublich viel Geld. Damit kann man sich ja fast 10 Stufe 10 Schiffe kaufen. Je nach Stufe 10 Schiff natürlich. Aber für andere wäre es vielleicht wieder ein Anreiz gewesen, mehr Credits zu verdienen. Ich habe selbst, glaube ich, nur 250 oder 300 Millionen Credits, weil... Ja, weil halt. Keine Ahnung warum. Weil es halt so ist. Ist aber auch leicht mehr als genug. Aber ich hätte mir halt nicht alle kaufen können. Am besten will. Ich kann mir so wahrscheinlich nicht alle kaufen. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass man nicht alles haben muss. Manche Schiffe sind einfach nicht für jeden gedacht. Und nicht für jeden gemacht. So, ein Gefecht, das vielleicht nicht extrem dominiert worden ist vom Team. Und auch hier jetzt mit dem Verlust der gesamten eroberbaren Bereiche kein gutes Licht auf unser Team wirft. Aber wir sind immerhin hier noch mit 4 Schiffen. Und wir werden in Kürze ein Problem haben mit dem U-Boot. Die Balau könnte von diesem sehr, sehr lang andauernden Gefecht nicht wenig profitiert haben. Die Mecklenburg, gut, die wird es jetzt nicht mehr lang genug machen, um darüber sprechen zu können. Denn, ich würde mal sagen, ja, hätte gern gesagt, diese Salve wird es reißen, aber Repo und die Fanderer werden das schon erledigen. Habe ich keine Angst. Die Venezia hier kommt in unsere Sekundärartillerie-Reichweite. Gott, vielleicht büfft die Mecklenburg die sogar noch raus mit den Torpedos. Das wäre verstörend, aber durchaus möglich. Ne? Das ist ein Testschiff. Wissen nicht viele, dass die Torpedos hat. Von daher, tutto è possibile. Wir werden hier noch ein paar Torpedos abkriegen. Wo ist die Balao hingefahren?
Venezia hat uns anscheinend aufgemacht oder die Balao vorher auch. Und das war's dann, okay? Na ja, gut. Wir erobern dann auch gleich den innersten Kreis, weil wir werden... Oh, die Venezia kommt auch rein. Wird gleich hier pausiert werden, die Eroberung. Oh, man sieht schon, 211.000 ist gut. Es gibt ein Problem. Wir werden durch den Beschuss auf diese Superschiffe nicht mehr XP und nicht mehr Credits verdienen, weil das immer prozentual gerechnet wird. Vielleicht für eine Stufe 10 oder für ein 11er Schiff werden wir ein bisschen mehr bekommen. Allerdings werden durch einen massiven Einsatz oder einen normalen Einsatz dieser Schiffe die maximalen Schadenswerte extrem gepusht. Sprich, Spieler, die jetzt aus dem Spiel kommen und noch keine einzigen Gefechte auf Stufe 10 haben, haben hier dann die Möglichkeit, viel krasseren Durchschnittsschaden nur aufgrund der höheren XP, LP, also Trefferpunkte dieser Schiffe, die im Spiel sind, ja, damit, weil wir konnten die ja nicht beschießen, zu erreichen. Was für ein Schachtelsatz. Kurzum, die können theoretisch höheren Durchschnittsschaden erreichen, weil ja, wenn ein Schiff mit 126.500 Trefferpunkten drin ist oder ein Schiff mit 95.000 Trefferpunkten, das sind 30.000 Trefferpunkte mehr, 31.000, da ist es natürlich einfacher, mehr Schaden anzubringen. Gut, man könnte theoretisch auch schneller platzen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, der Subot alleine wird kaum eine Chance haben gegen unsere verdoppelte Gemacht hier. Wir nehmen auch den inneren Radius hier ein und werden in Kürze das Gefecht gewinnen. Es sind nur noch 100 Punkte, also es wird keine Minute mehr dauern. Und da haben wir auch die Balao innerhalb der hydroakustischen Suche. Das wird aber gleich wieder aufhören. Außer wir kriegen hier mit der Salve das Ding raus und unsere Sek schießt auch drauf. Ich finde, U-Boote zu treffen ist ein bisschen verstörend. Oh, nice, 10.000, das war sexy. Weil die Perspektive nicht immer ganz einfach ist. Aber schaut euch das an, 257.000 Schaden, 200.000 Credits, immerhin 10.000 XP, 2.000 Pre-XP. Gut, da fehlen die Flaggen dazu. Aber schauen wir mal, 2.400 Base XP ist nicht extrem viel, aber weit ab, was den Rest des Teams hier betrifft. Im Gegenteil, jemand der große Kurfürst tatsächlich ziemlich gut gearbeitet und hätten die gewonnen, dann hätte er 2.100 Base XP gemacht. Das war quasi mit der Mecklenburg hier eher die Schlacht der Sekundärartilleriegeschütze. Hier seht ihr die Skillung. Hier auch Sekundärartillerie Skillung drauf. Ich würde hier immer die Hauptartillerie skillen, ich weiß. Vielleicht für viele komisch, aber die Hauptartillerie sollte immer mehr Schaden machen. Haben wir hier? Na, wir haben leider keinen Endscreen, weil der hier die Hauptartillerie auszeichnet als großer Schadensmagnet. Leider, aber wenn wir uns die Brände anschauen, wir haben 5 Brände. Da ist wahrscheinlich nicht so viel bei rumgekommen. Und die Penetrationen hier bei 313 Zieltreffern, kann durchaus 60.000, 70.000, von mir aus auch 100.000 gewesen sein. Was aber bedeutet, dass wir nochmal 160.000 drauf mit der Sekundär, mit der Hauptartillerie gemacht haben. Also noch mehr. Und was wäre gewesen, hätten wir hier im Modul, weiß gar nicht, was möglich ist, Nachladezeit drin gehabt. Reichweite mit Sicherheit nicht, wenn es möglich ist, das wäre dumm. Wenn keines von den beiden möglich ist, dann natürlich hier das Modul. Gut, 21,4 Kilometer Reichweite reicht auch aus und wir haben auch das Flugzeug noch mit dabei. Wenn ihr euch entscheiden könnt zwischen Satsuma und Hannover, wählt ihr dann auch, so wie hier, die Satsuma? Oder seid ihr eher pro Hannover? Oder sagt ihr, Superschiffe brauche ich nicht, sind mir zu teuer, bringen mir nicht zu viel. Ich beschieße die lieber und mache guten Schaden. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.